Unheimlich, sein Großvater. Freunde, jetzt mal ehrlich. Keller sind schon gruselig, oder? Was sagt ihr? Hast du das gehört? You're gonna die. Moin Freunde! Hi, hier sind wir wieder. Heute das allererste Mal im Dunkeln an einem Lost Place. Und das macht es leider auch wirklich gruselig. Bisschen rumgelaufen gerade und sehr, sehr unheimlich. Wir sind in einer ehemaligen alten Schule. Wir werden das jetzt mit Antonia und Christoph gemeinsam anschauen gehen und gucken, was wir noch entdecken können. Ja, seid gespannt, was wir hier finden. Ich hoffe nicht zu viel. Ja, wird auf jeden Fall mal ein anderes Video. Seid gespannt. Lasst unbedingt ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Wir gehen jetzt mal schauen. Kommt mit. Tschüss. Ich habe jetzt schon ein gutes Gefühl. Der Treffpunkt ist, naja, zwischendurch dann, wenn wir uns finden, wird schon irgendwie. Wir teilen uns jetzt auf. Viel Spaß. Gleichfalls. So, schönen guten Abend. Wir sind wieder zusammen unterwegs, das Detektiv-Duo. Wir werden mal gucken, ob wir hier auch so viel herausfinden können wie beim letzten Mal. So, hi. Und auch wir machen uns jetzt auf den Weg. Wir wissen noch nicht genau, wohin. Aber das wird wild, sage ich euch. Guckt euch diesen endlos langen Gang an hier. Das alleine finde ich schon, ist eine ganz eklige Atmosphäre. Schön vor dem Fenster, das ist schon richtig hochgewuchert alles. Also wir befinden uns hier gerade im ersten Stock, ne? Also ist das unheimlich. Ja, hier ist sowas wie der Eingangsbereich oder so. Also du hast auf jeden Fall hier irgendwie Türen nach draußen. Hatte ich nicht gerade gesagt, wir sind im ersten Stock? Wir sind im Erdgeschoss, ne? Ja. Wir beide sind im Erdgeschoss, der Hammer. Geiler Typ, Orientierung, sein Großvater. Das ist ein sehr, sehr verrückter Ort hier. Wir haben jetzt hier auf jeden Fall nochmal den Hinweis dazu, dass es hier definitiv Klassenräume gegeben haben muss. Denn am Sicherungskasten gibt es dafür extra eine Beschilderung. Das heißt, wir befinden uns wahrscheinlich im richtigen Trakt dafür und werden jetzt mal gucken, ob wir noch Klassenzimmer entdecken können. Also ich weiß nicht warum, aber ich habe einen richtigen Kloß im Holze. Ja, ja. Ich kann mich noch ungefähr 10 Minuten zurückerinnern. Da bist du mir aber ratzifatzi hinterhergelaufen. Also ich gehe davon aus, dass wir hier auf jeden Fall jetzt Klassenräume gefunden haben. Und das scheint definitiv so eine, ich weiß nicht, so eine Handwerksschule, würde ich es fast nennen, so ein bisschen gewesen zu sein. Also auf jeden Fall so ein bisschen mit Landwirtschaft, Gartenpflege. Würde auch passen, weil die Schule inmitten von einem Waldgebiet ist. Also hier ist tatsächlich sehr weitläufig, ganz, ganz viel Natur rundherum. Und dann in dem anderen Raum haben wir hier so ein Holzgebilde, definitiv auch selber gemacht. Da hängt auch ganz viel dran, Korken, irgendwelche Muscheln, kleine ausgeschnittene Fische. Also Leute, was sagt ihr? Was soll das hier sein? Schreibt es gerne mal in die Kommentare, was eure Meinung dazu ist. Würde mich auf jeden Fall richtig interessieren. Die guten Feuerlöscher. Ich weiß nicht, ob Feuerlöscher so gesellig sind, aber das hast du halt in vielen Lost Places, dass sich die so zusammenrauten, weißt du? Vielleicht haben die Angst alleine, wenn das halt lange verlassen ist, und dann sammeln die sich so. Da geht's runter. Und da ist auch einer von den Feuerlöschern, der hat es wahrscheinlich nicht mehr hochgeschafft. Der Arme.
Leute, ich sag euch, freut euch auf den Keller. Wir haben eben schon mal so einen kleinen Sneaky gemacht in den Keller. Digga. Unheimlich, sein Großvater. Ja, also das Geländer sieht auf jeden Fall nicht mehr so sicher aus. Also es ist heil, ne? Es ist definitiv heil. Vor allem das eine, was sie da als Leiter benutzt haben. Vorhin. So Leute, eine Sache, die wir uns die ganze Zeit fragen. Auf jedem Flur haben wir hier diese Aussparungen in der Wand. Und wir können uns nicht erklären, wofür die gut sind. Weil da ist halt, also da geht es nicht durch die Wand oder so. Das ist komplett zu. Das ist auch nicht nachträglich zugemauert oder so. Vielleicht kann das ja einer von euch erklären. Wofür ist das gut? Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Hast du das gehört? Aber ich höre so ein Brummen. Ja, das höre ich auch. Hier brummt irgendwas. Und es poltert. Unsere erste Tour bei absoluter Dunkelheit. Und wir hören merkwürdige Geräusche. Ich hoffe sehr, dass das jetzt einfach nur Einbildung war und hier gar nichts ist. Und vor allem, wenn hier etwas ist, dass es etwas ist aus Fleisch und Blut und lebendig. Das ist ja schön. Okay, wir gehen erstmal unten weiter. Oh. Mag denn das hier gewesen sein? Ist das eine Bar oder was? Hier in dem Flur müssen alle Türen nummeriert gewesen sein. Es sind nicht mehr überall die Nummern dran. Aber ich finde, das würde auf jeden Fall zu so einem Schullandheim passen. Und dann gibt es nämlich auf dem Gang hier so dieses obligatorische Gemeinschaftsbad. Gab es bestimmt einen Waschraum für die Mädels, einen Waschraum für die Jungs. Und dann haben sie sich hier morgens fertig gemacht. Aber das kennt man so, ne? So aus so alten Schulen oder Internaten. Da, wo wir jetzt gerade sind, da ist es halt ziemlich verbreitet. Das war halt alles irgendwie so ein bisschen, immer so ein bisschen militärisch angehaucht. Was sagt ihr denn dazu? Wirkt doch so, oder? Und es soll halt eine Schule sein. Die Scheiße, Leute. Und das ist ja auch das, was die Mädels schon gesagt haben, dass das halt nicht wie so eine normale Schule wirkt, sondern eher wie so ein Internat. Ja, genau, wo die dann auch hier gewohnt haben, ihre Zimmer hatten. Das ist so eine creepy Mischung aus. Ich bin völlig fasziniert von dem Ganzen hier. Bis hin zu fuck, ich will hier sofort wieder raus. Scheiße. Oh Mann, ey. Nein, das zweite Mal vor den Ladies erschrocken, das dürfen wir denen gar nicht sagen. Hier ist mal, wenn wir die Frauenstimme hören, zucken wir beide zusammen. Wir sind die Männer! Wir sind jetzt im zweiten Stockwerk und hier sind auch wieder relativ viele Zimmer. Die sind aber von der Aufteilung her ganz anders als die im ersten Stock. Das, was als allererstes auffällt, ist tatsächlich, dass die ihr eigenes Waschbecken haben. Und die haben auf jeden Fall auch jedes Mal so eine kleine Aussparung, wo ganz bestimmt ein Kamin oder ähnliches gestanden haben muss oder ein kleiner Ofen oder so, um das Zimmer zu beheizen. Denn ja, wie gesagt, das hier ist natürlich extrem alt und das wird zu der Zeit die einzige Möglichkeit gewesen sein, es ein bisschen warm zu haben, wenn es draußen kalt ist. Ein paar alte Heizkörper sieht man zwar auch, aber naja, die werden wahrscheinlich nicht so gut die Leistung gehabt haben, wenn es so richtig kalt geworden ist. Und von Dämmung brauchen wir ja gar nicht mehr sprechen, wa? Wir vermuten damit also, dass hier im Obergeschoss auf jeden Fall die Lehrkräfte wenigstens auf jeden Fall Erwachsene gewohnt haben müssen, weil wenn hier natürlich auch die ganze Zeit Jugendliche sind, die müssen natürlich auch in irgendeiner Form beaufsichtigt werden, auch außerhalb der Schulzeiten. Also das ist ja wohl eine freaky Treppe, ne? Links und rechts kein Geländer mehr.
kommst du da hin und dann hängt da eine halbe Tür. Alter. Das ist aber schon so ein bisschen nervenkitzelig, ne? Ein bisschen ist schon. Oh, das sieht aus wie so ein Fahrradkeller. Hier oben. Oder wurden hier die bösen Kinder eingesperrt, die die abgeschrieben haben und nachsitzen mussten, kamen hier in den Käfig. Wer weiß. So ein Winzbad und dann nochmal mit so kleinen Türen. Die finde ich halt immer super creepy. Was soll so eine kleine Tür? Guck mal her. Du bist ja jetzt auch keine 17 Meter, weißt du? Und dann bist du einfach mal einen Kopf größer als die Tür. Mhm. Nächstes Mal gerne mit jemand, der sich mit so ein bisschen paranormalen Sachen auskennt. Also jetzt hätte ich halt gerne so einen komischen Detektor, der auf einmal anfängt zu piepen, weißt du? Da brauchst du richtig Hightech-Equipment, weißt du? Um dann auch diese richtigen Schwingungen aufzunehmen. Aber ja, ich könnte mir schon vorstellen, dass hier noch irgendwas los ist. Da bleibt er spontan stehen. Sackgassen fühlen sich nie so cool an, irgendwie, ne? Nee. Das heißt, also egal was, wir müssten, wenn hinter uns jetzt was kommt, da oben durch das Loch schießen. Wir beide. Gleichzeitig. Da, siehst du, das hat schon jemand gemacht. Da, siehst du, da ist schon der Fußabdruck. Hier sieht man es wieder richtig gut, wie lange das Ganze wirklich verlassen sein muss. Hier wächst schon überall, ich denke mal zum Innenhof ist das, der Efeu wieder rein. So, wir sind jetzt nochmal in dem anderen Gebäudetrakt, den wir vom ersten aus schon gesehen haben. Hier hallt es extrem und hier sieht es halt auch mega nach Rohbau aus. Also hier haben die auf jeden Fall mal angefangen, alles rauszureißen und zum Teil auch schon wieder neu zu machen. Also hier nochmal neue Rehgipswände gezogen, alles glatt gemacht und dann einfach vom einen auf den anderen Tag aufgehört damit. Und dann wurde das alles so zurückgelassen. Ich habe auch erstmal komplett Orientierung verloren. Ich weiß gar nicht mehr, wo wir hier sind. Es sieht hier halt wirklich nichts irgendwie so nach Klassenräumen aus, ne? So überhaupt nichts. So. Aber es hat überall so ein bisschen, so wie kleine Wohnungen oder sowas. Also, ja Leute, das war ein Place der wirklich anderen Art. Also wir haben uns halt lange davon ferngehalten, aber heute blieb uns nichts anderes übrig. Jetzt geht's runter in den Keller, Leute. Vorsicht mit dem Geländer, ne? Ja. So Leute, was sagt ihr bis jetzt? Also, ich finde es hier wirklich gruselig. Wahrscheinlich wird das auf dem Video wieder nur so semi-gut rüberkommen. Aber das Ganze hier ist schon verdammt freaky, ey. Das hat doch jetzt so richtig Katakomben-Flair, ne? Also das muss man sich mal vorstellen. Also auch wenn man weiß, dass da oben Rohre drin waren, sieht es doch wirklich so aus, als wenn da Handschellen wären. Ja. Ist das krass. Also ich würde sagen, im Betrieb war das hier eigentlich richtig, richtig nice. Die haben hier echt viele Möglichkeiten gehabt, sich auch außerhalb der Schulzeiten zu beschäftigen. Also hier ist so eine richtige Chill-Area, in der wir uns befinden. Hier sind überall Bänke rundherum. Das muss richtig cool gewesen sein, als das hier alles noch richtig schön in dem Betrieb war. Ja, das war wirklich hier noch so ein Spontanfund. Ja, und dann standen wir hier vor, sind gerade angekommen. Dann haben wir uns alle angeguckt und gedacht, nee, also der Tag heute war so schön
Muss nicht unbedingt sein, dass wir da nochmal reingehen. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, bei einer Skala von 1 bis 10, wie unheimlich findet ihr das Ganze. Und jeder, der 1 sagt, der lügt. Kann sich gerne jeder bei mir anmelden und dann fahren wir hier nochmal zusammen hin. So Leute, wir sind jetzt hier nochmal in dem dritten Kellerabteil und der hat hier komplett einmal so eine komische Wasserrinne. Wofür ist das denn gut? Weiß das einer von euch? Ja, Mike, wo bist du, wenn man deine Gummistiefel braucht, ne? Hättest du mich jetzt auch hier durchs Wasser tragen können? Schade auch. Das heißt, wir kommen nochmal wieder mit so einem Angelanzug und dann kämpfen wir uns auch da durch. Aber ich glaube, das war es jetzt auch hier im Keller. Hier, waren wir, hier sind wir gekommen. Ja. Schuhe. Wie beklemmt kann die Treppe sein, ey? Ich fühle mich nicht wohl. So, Freunde, nachdem uns die Jungs nochmal zum Ende erschreckt haben, super witzige Idee auch, haben wir beschlossen, wir haben alles gesehen. Wir haben keine Geister gefunden, keine armen, gequälten Seelen, da bin ich auch ganz froh drüber. Und wir machen uns jetzt auf den Weg raus hier, zurück zum Auto. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Gerne auch ein kostenloses Abo. Und am Ende bleibt uns nur noch eins zu sagen. In Hamburg sagt man Tschüss, Digga. In Hamburg sagt man Tschüss.